Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seven Days, die Gefährten mit dem lieben Max, Servus. dem Schnitzel Hallöchen miteinander. und dem Keks. Servus. So, meine Damen und Herren, wir bereiten uns hier gerade etwas vor. Das heißt, vorbereiten bedeutet, wir leeren uns aus. Nach der Horde. Jetzt frage ich mich gerade, warum da jemand Sand reingetan hat, zwei Stück in die Ich Forge. Warum? Laser. Ja. Du vergisst, du kostet Gläser und alles, deswegen können wir da ruhig schon mal vorproduzieren. Da hast du recht, dann können wir aber auch mal ein bisschen mehr Sand reintun. Ja, ich hatte bloß 18 Inventar, das wäre jetzt einfach In der Kiste reingeschmissen. neben dran sind über 1000. Habe ich gleich nochmal 500 jetzt nachgelegt. Ja, wenn ich jetzt wieder wüsste, wo. Das hier. Das hier. Könnt ihr mal bitte eure Pistols hier lassen, wenn ihr welche habt? Ja. Ich lege meine Munition und Pistole lege ich gleich wieder da in die Kiste rein. Ne, ich frag bloß, Mach ich. dass ich da dann noch gucken kann, zwecks Waffenteile. Verbesserung. Wer zum Geier hat hier Waffenteile? Ach, soll es heißen fertige Waffenteile oder? Oh. So, Munition habe ich da oben reingelegt. Och, was braucht ihr denn jetzt für die Tour? Braucht ihr doch Werkzeug oder sowas? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, wäre ganz gut. Also ich hole mir jetzt erstmal mein Werkzeug raus, dann kann ich das sagen, was ich habe. Da habe ich es Also eine nämlich. Pickaxe hole ich mir unten aus der Wer Kiste. hat denn hier schon wieder den ganzen Scheiß in meine Werkzeugkiste rein? Und vor allem meine Werkzeugkiste, wo ist. Wo. Das. Also. Was? Es sieht nach Max aus, weil er ist nämlich Forged Iron einmal da. Ja. Ich hätte davon auch was alles mit reingeschmissen hat. Mann, 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 Mann. Ja, Axt wäre vielleicht nicht noch schlecht. Nicht noch Für schlecht, da mich. hast du. Naja, meine ist noch halb. Ich habe überhaupt keine. Ja, gut, da wäre es ganz gut, wenn du eine hättest. Die Pickaxe habe ich mir schon aus der Kiste genommen. Brauchst du noch eine Schaufel? Nee, Ja, aber die nicht. fehlt mir zum Beispiel. Die war nämlich noch drin. Jetzt gut, dass du das sagst. Die müsstest du haben, Max. Die da habe ich mir rausgenommen, ja, gerade frecherweise. Ja. Braucht sie da eine für den Loot-Tour? Zwingend jetzt nicht, sage ich mal so. Glaube, die wird nur unnötig Platz wegnehmen. Es reicht, wenn wir eine Wrench mitnehmen, würde ich sagen. Wer sortiert hier die ganze Scheiße immer? Was meinst du mit sortieren jetzt? Da war Öl drinne in der Kiste, was eigentlich zu dem Waffenteil, zur Munition gehört. Es war Ducktape drinne, was da reingehört. Kann ich nachvollziehen. Öl habe ich da reingelegt gerade, weil nämlich schon Öl drin war. Deswegen habe ich es damit hingeschmissen. Ich habe auch gesteckt. So. Kicks, nimmst du eine Wrench mit? Ja, aber meine ist nicht mehr lange zu Ja, gebrauchen. meine auch nicht. Meine ist ziemlich im Eimer. Kann jemand Wrench reparieren von uns? Nope. Deswegen eine bitte hier lassen. Gut, dann lasse ich meine da. Kicks, lass du deine reparieren. Lege ich in die oberste Kiste hier im Eck, lege ich die Wrench rein. So, dann reicht's auch, wenn wir ein Messer dabei haben. Ich hätte eine Hunting Knife Kicks. Ja, gut. Dann ist klar, dass du deins nimmst. Gut. Max, noch eine Axt? Wir müssen auch Ja, langsam los, bin ich sonst brauchen wir dabei. nämlich nichts mehr fort. Beziehungsweise Kicks, wenn du eine volle Axt hast, das reicht. Ja. Eine liegt jetzt in der Kiste dran. Wo? Hier in der, wo auch die Pickaxe dran liegen. Genau, und Ah, jetzt tut okay. Kicks, wie gesagt, noch die Dinge reparieren, die Wrench. Kann keiner. Deswegen sage ich ja, dass die eine hier. Ach so. Ich habe jetzt verstanden, du kannst. Nö, nee, kann keiner. Deswegen habe ich Achso. das auch verstanden. Was braucht man denn dafür? Ja, Forged Iron auf jeden Fall. Und, Die Schematik erstmal. nee, Bin mit ich der der Wrench Meinung. brauchst du doch keine Schematik mehr. Nicht mehr, nee. Du, ach, das geht in der Werkbank nur. Wobei, halt. Die Wrench herstellen geht in der Werkbank. Ich weiß nicht, wie es mit reparieren ist. Repair, Ich nehme mal irgendwas, was. Steel, weil für die Wrench brauchst du Stahl.
Probier's mal, Max, ob Forge, du ja genau, Forge Steel, warte mal, wo die reparieren kannst. Wo sind die denn? Die, meine habe ich da ganz oben in die oberste Kiste hier im Eck reingelegt. Okay, da ist eine drin. Ja, die habe ich schon raus. Repair. Gut, hat kriegst noch eine? Ja, dann pass auf, dann kickst, dann leg deine da rein und ich nehme die reparierte mit. Achso, nee, warte mal, das ist eine 40er jetzt. Da ist noch eine 95er drin. Ich mach die andere, genau, ja. Repair. Egal, kickst, dann pack du die an. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Inventar. Aber also, ich groß bin reingelegt. Fast vollkommen leer, bis auf natürlich die zwei Plätze, wo die Pick und die Fire Axe noch drin sind. Okay, naja, ich habe jetzt nämlich noch Woodframes mal 10 Stück dabei und das Hunting Knife. Komm, dann lass uns losgehen. Ja. Sonst brauchen wir nämlich nichts mehr fort. Ja. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwo übernachten. Mhm. Wie schaut's eigentlich aus? Halt, Essen, Trinken? 64, ja. 79, das geht, wir finden was. Ja. Verbranntes Gebiet Kohle mitbringen, Schneegebiet Potassium, wenn er findet. Ja. So. Türen zu und dann wieder auf meiner Mauer. Jo, ich komm gleich mal raus. Direkt in diese Richtung dahinter, Richtung Süden würde ich sagen, gehen wir rein. Jo. Ja, gut, nee, dafür lassen wir jetzt den Platz mal frei. Ich würde sagen, wir folgen einfach der Straße hier mal. Können wir tun. Weil bis hierhin habe ich schon gelootet, da war der eine Airdrop. Das habe ich schon. Die Tasche auch schon, ja. Natürlich sein, dass das der Weg war, wo wir so halbwegs zum Händler gegangen sind, dass der schon haufenweise gelootet worden ist. Oh ja, das ist der Weg zum Händler, ne? Ja, die Richtung zumindest so ein bisschen. Dann der führt euch jetzt aber so ins verbrannte Biom rein. Dann sollten wir aber vielleicht die andere Richtung gehen, Herr Kicks? Ja, aber vielleicht da nicht war, da waren wir ja dann noch nicht. Also jetzt nichts wegen dem verbrannten Biom, sondern einfach, weil wir da noch nicht waren. Ja. Dann folgen wir der Straße da hinten dann hoch. In die andere Richtung. Macht mehr Sinn. Aber da oben liegt ein bisschen Müll. Was, habt ihr schon gelootet ist? Nee. Ja. Warum auch? Weil nichts drin ist. Hm. Lauft an der Gabelung von der Straße geradeaus von euch. Da wo Kicks jetzt in etwa ist. Ja, da ist eine Gabelung, wir, oder? Ja, da laufen wir rechts. Links weg. Und rechts. Ja. Bei links waren wir das letzte Mal Schnitte. Da kommt aber zu den Militärkämpfen alles. Ja gut, das ist. Ja, das ist der Weg, der dann, der führt dann außer rum. Ja, ja. Hoppla. Da geht's weiter. Also wo soll denn der Ausgang hier drinnen anfangen an? Das ist dir überlassen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr bauen wollt. Naja, dass du halt wahrscheinlich, oder? Nicht zu weit weg von der Mauer bist. Also ich würde es vielleicht so machen, dass dieser Ausgang, Eingang, wie auch immer, dann so drei Felder ungefähr von der Mauer zurücksetzt ist, oder vier. Dass wir die dann mit Concrete später einfach so eine Art Platte setzen. Oben drüber. Ja. Gut, der ist schon leer. Also in der Ecke darfst du auf jeden Fall nicht. Das kann ich dir schon mal sagen. In der Ecke kommt nämlich jeweils ein Turm rein. Kriegst du was, was geil ist? Mhm. Kann es sein, dass das sowieso wieder, genau, nimmst du den Müll hier, dann nehme ich den nächsten. Das kann ich dir verraten. So, du den Zombie, ich den Müll. Mhm, bisschen Press und Nägel. Naja, immerhin. Fang ich mal an, dass die Straße hier wieder auf die andere trifft. Hm, glaube ich nicht. War meine Stamina ist im Eimer. Na, ich würde halt sagen, dass du den Eingang von der Mine. Ich fange jetzt mal kurz an, unterirdisch zu buddeln. Genau. Weil ich habe unterirdisch bin ich gezwungen, von einem Punkt zu starten. Von der Mine aus. Ach nee, der andere Weg ist rechts von uns, ne? Genau. Noch hinter dieser Bergkette. Da ist ein Hirsch.
Brauchen Essen. Ja, aber nicht jetzt. Ich gehe doch nicht jetzt nicht jagen, wenn ich eine Loot-Tour mache und dann über Nacht auch mal weg bin. Na, warum kannst du dann einen Container packen? Fleisch über Nacht. Ja, na, sicherlich kann ich das machen. Nimmt mir jetzt aber Platz weg erstmal. Das kann man auf dem Rückweg kann ich das machen. Ja, aber du hast es ja dann so oder so dabei. Ja. Du brauchst den Platz sowieso. Wenig auf dem Rückweg bin ich doch nicht. Rückweg bin ich doch schneller. Also dann jagt man halt. Ja, macht das schon. Kann ich denn auch schon mit dem anderen Scheiß anfangen? Firma und Spiderschutz und allem? Ja, na klar. Das ist ja das, was sowieso außenrum passiert. Das heißt, Spiderschutz außenrum knallen an die Wand, Spikes hinknallen, weil dann sind wir wirklich safe da drin. Ein Hühnchen, ein Hühnchen, ein Hühnchen. Bleib stehen, Hühnchen. Nein, der Keks! Jetzt erleg's bloß, wenn's schon drauf zurennst. Schau bloß so, dass du das Hühnchen holst. Haben wir viel Metall? Metall? Hm. Inwiefern Metall? Was willst du denn machen? Um vielleicht gleich diese Gitter abzubauen. Iron Bars. Außenrum. Hm. Mach kurz. Sind halt mehrere hundert, die wir brauchen. Also maximal kann ich gerade 79 rauslassen. Soll ich die denn schon mal rauslassen? Wäre fast zu ja. Ernsthaft? Ernsthaft? Braucht dann so oder so welche für die Türme, von daher. Dreht sich 50.000 mal im Kreis und gerade in dem Moment, wo du drauf ich schießt, jetzt mal an. Hört's auf. Okay, ja. So, 40 Minuten. Raus. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Haben wir noch irgendwo Clay hier zum Lagern? Musst du mal in die Kiste gucken, wo die Steine und so auch drin sind? Haben wir nichts mehr. Dann muss geholt werden. Ja, also, warte, ich bin hier schon leer fertig. Alles. Ja, glaub, da war ich schon oder Kevin, einer von uns beiden. Ja, aber das Nest zum Beispiel ist. Warte, wo seid ihr? Ne, da unten war ich noch nicht. Da ist bei mir noch nicht aufgedeckt. Da ist ein Dicker. Dann war ich. Das ist ein Forge-Haus. Warst du in dem Forge-Haus? Ja. Ja gut, dann lassen wir das und gehen direkt weiter. Müsste auch irgendwo aufgekloppt sein. Ja, so nah war ich jetzt dran. Wenn du sagst, da warst du schon, dann verlasse ich mich da jetzt mal drauf. Dann gehen wir direkt weiter. Ja, bei mir war zumindest aufgedeckt. Das war da, wo du zurückgegangen bist, in einen Tag nach dem Tod. Ja. Genau. Wo ich mich auf der Toilette versteckt hab. Ne, ich brauch dann eh Clay, Max, da kann ich dir dann auch Clay was mitbringen. Du, ist ja lustig, wie viel brauchst du? Einiges. Ich hoffe, du findest da was Gescheites, ne, wenn du mir schon alles wegnimmst. Ich brauch Mechanical Parts. Kann ich dazu, wenn du zu langsam bist. Du hast doch eine Range dabei, ne? Hm. Also dran denken, Autos. Ja, aber das soll ich direkt... da gibt's doch nicht viel raus, Fernseher. Oder Fernseher, ja genau, Mensch. Sportschaus, Fernseher, ja. Ist einer drinne. Eben. Und Kühlschrank und sowas ist da auch drinne. Kickstar machen wir so, dann machen wir das Sportschaus jetzt klar. Zerlegen das. Ja. Und, haha, hab ich ins Bein geschossen. Doch nicht ins Bein, Mann. Und durch den Kopf durch. Ah, das war ein Schüssler. Jupp, das war ein Schüsschen. Dann doch nochmal zurück zum Forgehaus. Dann zerlegen wir das schnell. Also dann tun wir hier das kurz säubern, weil ein Ding ist oben rumgelaufen. Ich hab mir das Bein gebrochen. Und dann zerlegen wir das. Wie viel Stoff? Wir hätten Crane Alkohol mitnehmen sollen. Ach, zwei Stoff, also oder Bier. Komm. Gut, dass wir hier irgendwie noch haben von dem Scheiß. 10 Holz oder sowas. Du den rechts, ich geh links rum. Da war nämlich in den Arsch. Ernsthaft? Schieß sie halt auf den Körper, der ist groß genug, wenn die scheiß Hitbox vom Kopf nicht funktioniert. Peter Digga ist weggelaufen. So.
mach gleich ein Holz, dass wir ein bisschen zumachen können. Hm. Oder einfach das Fleisch dabei, ernsthaft. Gehst du rein und zerlegst gleich die Dinge, Kühlschrank? Kühlschrank ist schon zerlegt. Hä? Kühlschrank ist schon zerlegt. Ach, du bist schon drin. Ja, aber der war schon vorher zerlegt. Okay. Aber der Fernseher. Musst du mich so erschrecken? Warum? Erster Stock ist Fernseher. Alles gut. Ich bin panisch. Mhm. Ah. Nee, doch nicht. Nur wieder Elektronikparts. Bringt der Cooler auch was? Der Cooler? Ich glaube nicht. Gut. Ja. Ja, hast du alles zerlegt drin? Ja, der Kühlschrank war ja schon zerlegt, den Fernseher habe ich gerade zerlegt. Ja, jetzt halt die Frage, weiter oder nicht weiter? Ja, die Frage ist, wann kommt das nächste Haus, wo wir uns verstecken können? Hast du eine können? Schaufel dabei? Nein. Also Max hat uns keine Schaufel gemacht. Doch, ich habe gefragt, ob er eine braucht. Ja, hat er. Da hieß es, und nimmt unnötig Platz weg. Ja. Egal, du hast uns keine Schaufel gemacht. Also wenn wir südlich runtergehen, kommen wir dahin, wo ich und der Max waren mit dem Hotel und der Tankstelle. In dem Hotel müssen wir auch mal auf dem Fernseher sein. Ja, dann gehen wir da hin und räumen da aus. Das ist aber nicht südlich, Kix. Von dem das Punkt, wo wir gerade stehen, südlich, ja? Nee, das ist im Westen. Egal, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Ansonsten müssen wir uns hier einquartieren. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir da jetzt losgehen... Also quartieren wir uns hier ein, bevor wir dann mitten in der Nacht durch die Gegend laufen. Ich sehe, wir sind der produktive Part. Ja, das Problem ist, wir sind erst viel zu spät eigentlich losgekommen. Muss man dazu sagen. Ich wäre ja nach Norden gegangen, zu der Stadt. Kix, schmeiß mal hier irgendwo die Wrench schnell rein. Müssen wir dann irgendwann mal mit Foottramps ein bisschen zudecken. Mit der Erde öffnen. Haben wir mehr als hier noch oben. Einfach die oberste Lage zumachen. Du kannst schon mal anfangen, die Treppe wegzuklappen. Und dann kommt der schwere Kicks und fällt hinein. Das ist ja nicht unser Problem. Du hast ja Foottramps, ne? Hier mal komplett zu, wir schlagen uns dann am nächsten Tag einfach raus. Eigentlich fängt man von unten an mit der Treppe. Das ist am einfachsten, weil dann kannst du nämlich rückwärts nach oben schlagen. Kommen wir eigentlich wieder raus? Ja. Oh, toll. Ja, guck, das passiert. Ich war zu weit unten gestanden. Für alle Fälle. Ups. Da ist er. Jetzt wollte ich gerade sagen, wo ist die scheiß Ranch? Gibt's doch gerade. Leer oder was? Was? Ne, da ist noch was. Größtenteils nur noch Erde. Naja. Bei mir ist noch. Einmal alles verstärken, sicher ist sicher.
Hier, Kix, du könntest vielleicht mal den Vorhang da hinter mir oder noch den Rest schnell zukloppen. Weil wir bloß die Fenster zu haben. Und in Ordnung, dass auch das Holz reicht dafür. Oh, ich habe 1500, das reicht mir erstmal. Gut, okay. Dann hätten wir da alles soweit zu. Hey, welcher Glück, dass ich Licht habe. So, wir könnten vielleicht mal Folgendes tun, Kix. Wir stacken schon mal ein bisschen. Und läuft rein. Ich bin gerade wow. In dem Schreibtisch. 18, 10 mm Schuss, 3 für die Sniper. Okay. Was ist das hier von... Dann gleich mal, kannst du mal reingucken? Max? Hä? Was ist denn das hier gefunden? Drück einfach mal R, dann weißt du, was du stacken kannst. Das ist am einfachsten. In einer toten Oma. Ja, dann bin ich eh voll. Warte mal, ich mach's anders. Ich mach mal eine Chest. Oder dieser erstmal einfach Mutti. Alles rein. Ja gut, ich hab jetzt gerade eh schon alles gesteckt, was ja, ich stecken kann. Ja, schmeiß mal alles in die Chest oben rein. Dann schmeiß ich meinen Rest auch mal mit dazu. Wo ist er denn? Da hab ich's hingekriegt. Hey, ich seh doch nichts. Hinter dir. Achso. Der lockt. Ja, jetzt. Was heißt, du siehst nichts? Ich hab einen Mining-Helm auf, ich hab den an. Müsstest du eigentlich sehen, oder? Licht, hier. Hm? Jetzt ist alles drin. Gut. Ich mache immer meinen Rest noch mit dazu. Genauso haben wir das fast gedacht, weil ich dann im Jahr noch ein bisschen stacken kann. Zack. Zack. Ich leg die Wrench auch wieder rein. Mhm. So, das. Und das Holz noch mit dazu. Gut, dann wäre soweit alles gestackt erst einmal. Zu trinken habe ich gar nichts mehr dabei, ne? Egal. Okay. Dann würde ich einfach sagen, an der Stelle machen wir ein klitzekleines Folgenpäuschen. Und am nächsten Tag wird es für uns weitergehen. Der gute Kevin und der Max, die werden weiter am Bauen und Graben und sonst irgendwas sein und werden den Zwerg von Moria weiterhin spielen. Deshalb sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Haut rein. Tschüssi. Servus.